Kennt ihr eigentlich Poppy Playtime? Ja, natürlich kennt ihr das. Aber kennt ihr eigentlich auch Poppy Playtime in Roblox? Wir werden uns heute damit beschäftigen, was da eigentlich in Roblox alles zu holen ist. Welche Poppy Playtime-Spiele gibt es da? Und es wird sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst ein Like da, wenn ja. Viel Spaß im Video, dickes Küsschen und wir gehen rein. Let's go. Also. Leute, holy moly, zieht euch das mal rein. Als ob. Ich habe 2 Grab Packs. Und da ist der Stuhl. Okay, das ist ziemlich krass. Ich wusste gar nicht, dass das so gut und geil gemacht worden ist. Wir werden das jetzt einfach spielen. Es kennt jemand den Ausweg, ne? Wir gehen einfach mal gucken, Leute. Und bewegen uns hier mal ran. Aber ihr merkt schon, die Musik und diese Töne hier, die sind so merkwürdig und dunkel. Wir machen mal einfach die Tür auf. Okay. Bin sehr gespannt, ob hier irgendwelche Jumpscares kommen. Wir gehen das Ding hier locker an. Die Tür ist definitiv geschlossen. Wir gehen mal weiter. Hier ist der Dino, ne? Oh, habt ihr das gehört? Geht denn jetzt ab? Keine Kraft. Was hier? Boah, crazy. Man kann das einfach zocken, ohne sich das richtige Spiel zu kaufen. Blaue Hand zum Schwingen verwenden. Lol. Wir haben sogar eine Ausdauerleiste. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich vor irgendwas weglaufen. Gib mir mal meinen Arm wieder. Was geht hier? Okay, hier ist bisher alles entspannt. Ich glaube, wir müssen diese Kisten hier vielleicht wegnehmen. Nee, wir müssen einfach durchlaufen. Okay, dann nehmen wir uns mal den Schlüssel. Schlüssel haben wir jetzt. Nice job. Schalte den Raum frei. Dann nutzen wir die blaue Hand, damit wir direkt rüber geboostet werden. Das ging auf jeden Fall easy und damit haben wir uns auch ein bisschen Zeit gespart. Machen wir doch mal den Schlüssel hier rein. Ah ja. Okay. Sind jetzt drin. Und gucken einfach mal. Die Blume ist jetzt hier auch, Leute. Einfach so eine Blume hingehen. Digga, wer ist das denn? Die Puppe, Leute. Poppy. Die sagt hier lang. Okay, wir gehen da runter. Wir gehen da einfach mal lang, Leute. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr düster und nichts für schwache Nerven. Sie steht da oben und sagt, das ist einer der Elektro-Rooms. Wir sollen mit der blauen Hand den Generator starten. Haben wir jetzt gemacht. Um eingeschaltet. Um Generatoren einschalten. Soll man die denn jetzt einschalten, Leute, ist die Frage. Kann ich hier irgendwie so ran? Ah. Ich muss jetzt die Generatoren selber einschalten. Mache ich einfach mal. Boah. Jetzt noch den wahrscheinlich. Läuft wieder alles, denke ich. Danke, sagt sie. Wir gehen zum Bahnhof nun. Ja, da bin ich aber gespannt. Vor allem bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn Mami Long Legs sie gleich runterzieht, etc. Und ob sie jetzt hier vorne ist. Weil eigentlich taucht sie hier nochmal auf und sagt, wir müssen auf die andere Seite gehen. Aber das ist in dem Fall nicht so. Sie ist da auch nicht mehr. Kraft haben wir auf jeden Fall. Wir müssen jetzt warten, bis das Ding aufgeladen ist. Aber mal hin jetzt hier. Alles erledigt. Und einmal rüber da. Weiter. Wir gucken mal, was hier hinter ist. Da ist Poppy. Hallo Poppy. Da bist du ja. Ja, wollen wir jetzt runter oder was? Hör zu. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Krasse Animation. Habt ihr das gesehen? Da ist irgendwas gerade gelaufen. Ganz komisch. Mein Arm war noch ganz da drüben. Wir springen einfach mal runter. Wow, wow, Alter, cool, Mann. Hey, crazy. Das haben die richtig gut gemacht. Wir sind jetzt bei diesen Rutschen und wir müssen den Power Room jetzt anmachen. Alter Schwede. Okay, dann denke ich, müssen wir wahrscheinlich hier rüber gehen. Wir müssen auch so ein bisschen springen. Da aktivieren wir jetzt diese verschiedenen Stationen, denke ich mal. Müssen wir wieder zurück. Wahrscheinlich noch hier rüber gehen. Das können wir so machen. Ja, sieht so aus. So, dann dürfte die Eingangstür definitiv wieder machbar sein. Ey, ich frag mich, ob das das ganze Game ist. Ich glaube nicht, weil das sehr viel zu programmieren wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon relativ weit geht. Vielleicht bis zum ersten, zweiten Spiel oder so. Mal schauen. Jetzt müsste aber eigentlich Mami Long Legs kommen, ne? Oh Gott, da ist sie, Leute. Hallo, ist das nicht aufregend? Ich habe gehört, Poppy will dir den Zugcode geben. Warum spielen wir nicht lieber ein Spiel? Du kriegst dann den Zugcode. Wenn ich gewinne, dann gibst du mir den Code auf ganz entspannt. Ja, ich glaub dir. Safe. Was, wir müssen in Obby laufen? Müssen wir jetzt in Obby laufen? Das wäre geisteskrank, Leute. Auf jeden Fall hat sie mir nicht meine Hand weggenommen. Anders wie... Oh. Alter Schwede, wir sind jetzt in der Game Station und hier haben wir halt die verschiedenen Spiele, ne? Und da kommt jetzt auch gerade schon, hallo, ich bin Stella, Zugaufpasserin.
Wir können ja einfach in den Zug reingehen. Aber anscheinend gibt es hier keinen richtigen Code. Wir müssen jetzt aber definitiv diese Tests machen. Daten gibt es hier nicht. Spinnenweben sind hier tatsächlich auch nicht. Das hätten die definitiv noch machen können. Aber okay, wir werden den ersten Hebel aktivieren. Erstes Spiel ist Musical Memory. Da bin ich ja mal gespannt. Hier ist ein Loch in der Wand. Okay, auch noch alles. Also es ist wirklich wie in Chapter 2, ne? Bisher wirklich gut nachgemacht und auch die Atmosphäre sehr düster. Wir sind jetzt hier unten im Sand irgendwie. Und wir sehen halt auch wenig. Die Taschenlampe geht auch nicht gut. Was ist das hier? Ey, haben die das wirklich jetzt alles nachgemacht? Stell mal vor, wie krass das wäre. Wir brauchen eine grüne Hand, um zu dem Vent zu kommen. Dementsprechend müssen wir die grüne Hand jetzt einfach mal auch produzieren. Können wir hier einen Knopf drücken? Ja, können wir. Die Maschine ist eingeschaltet. Die Maschine ist eingeschaltet. Die schalten wir auch ein. Und die Lichter gehen eins nach dem anderen irgendwie an. Wir haben keine Farbe. Wir müssen jetzt doch nochmal die Farbe irgendwie besorgen. Ich schätze mal, wir gehen nach oben. Und müssen den Farbeimer irgendwie da reinbekommen. Aber wo kriegen wir den Farbeimer her? Vorne ist definitiv schon mal nichts. Gehen wir mal hier runter und gucken. Ist hier der Farbeimer? Tatsächlich. Gut, wir haben ihn. Aber der Farbeimer war rot, Leute. Verstehe ich nicht so ganz. Trotzdem werden wir den jetzt mal hier reinchippen. Und... Hui. Jetzt haben wir die Maschine eingeschaltet. Werden den Aal mal aktivieren. Okay. Wir sollen jetzt auf die grüne Hand warten. Irgendwo muss die jetzt ja produziert werden. Ich schätze mal, das passiert hier, wenn ich es nicht besser wüsste. Ja, wir haben jetzt die grüne Hand. Und unten rechts ist zwar noch die rote Hand, quasi so. Aber... Ja, die grüne Hand ist jetzt trotzdem da. Finde ich ein bisschen doof, dass sich das nicht geändert hat, aber ist okay. Damit kommen wir klar. So, dann schauen wir doch mal hier drinnen. Aha, aha, okay. Weiter, wir sind jetzt bei Bonzo, Leute. Nee, ne? Ist das jetzt echt Bonzo? Tatsächlich. Oh, nö. Oh, Bonzo, bitte nicht. Ich habe doch eigentlich immer Hacks dabei, Leute. Wir sollen keinen Grab-Hack benutzen. Wir sollen die Buttons drücken. Also dementsprechend, wenn du drei oder mehr Eingaben falsch machst, verlierst du. Das heißt, wir haben es etwas entspannter. Bonzo, warte jetzt hier. Mami Long Legs guckt uns zu, ne? Du Verdammte! Ich bring dich um! Let's the game begin. Na, mal schauen. Okay. Konzentrieren uns jetzt. Weiß. Gelb. Green. Weiß, gelb, grün. Weiß. Gelb. Grün! Oh, Leute, das macht gar keinen Bock. Orange. Blau, blau, orange, doppelblau, orange, zweimal blau. Ja, netter Versuch. Lila, yellow, gelb, green, grün, white, weiß. Lila, gelb, grün, weiß. Lila, gelb, grün und weiß. Korrekt, Leute, auch entspannt. Gelb, green, grün, red, rot. Gelb, grün, rot, blau. Gelb, grün, rot, blau, rot. Gelb, grün, rot, blau, rot. Gelb, grün, rot, blau, rot. Hör mal auf jetzt! Das wird ja immer lauter. Oh Gott. Was passiert jetzt? Was war das gerade? Leute, habt ihr das gehört? Was ist das jetzt hier? Hä? Oh mein Gott. Alter Schwede. Das gehört, Mann. Können wir jetzt uns einfach hier verpissen? Ich weiß halt nicht. Ich will halt nichts machen, ne? Aber auf der anderen Seite können wir hier wahrscheinlich einfach runter. Okay, wir gehen durch diesen Vent durch und sind mit dem Spiel, denke ich mal, dann durch. Man kann das auch einfach mit anderen Leuten noch zocken, ne? Chapter 2 mit anderen Leuten noch zocken. Digga, richtig geil. Ich sag euch, wie es ist. Also, falls ihr Bock habt, das mit euren Freunden zu spielen, ne? Sagt denen gerne, yo, habe ich bei Denno gesehen. Wir zocken das jetzt zusammen. Na, und dann würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich euch das Spiel dann gezeigt habe praktisch. Es sei denn, ihr kennt das natürlich schon, ne? Das kann ja auch sein. So, was ist das hier? Wir brauchen ein Zahnrad. Ich denke, wir müssen das hier irgendwo suchen. Wir gehen einfach mal dieser Linie so ein bisschen hinterher und schauen mal, ob das Zahnrad sich hier irgendwo versteckt hat. Da vorne leuchtet etwas. Vermutlich finden wir dort was. Ja, da ist das Zahnrad, Leute. Wir haben es. Und müssen das Zahnrad jetzt da oben eintippen, damit wahrscheinlich die Maschinen dann von selber laufen. Hier können wir nicht hoch. Wir müssen irgendwie wieder hier hin. Ja, da vorne. Let's go. Rein da! Nee, da ist doch keine Kraft am Start. Okay, dann machen wir das hier rein. Ach, wir müssen den Knopf drücken. Ah, wir werden jetzt einfach nach oben gebracht. Sehr nice. Okay.
Geil, Alter. Wir haben es geschafft. Sehr gut. So, Freunde, wir gehen mal zurück zur Spielestation. Ich denke auch, dass das schon easy machbar ist. Okay, hier sind wir schon mal durch. Und wir sind scheinbar auf dem Weg jetzt zurück. Ja, jetzt können wir sogar das zweite Game zocken, ne? Können wir. Leute, wie crazy. Ich werde die Aufnahme heute durchziehen für euch, weil normalerweise splitte ich das hier immer in Parts, aber ich finde es halt schon ganz cool, wenn wir das hier in einen einzigen Part reindonnern und ihr dann dadurch auch ein langes Video habt, weil ich ja auch weiß, Leute, dass ihr längere Videos gerne mögt. Meine Cutter nicht so, aber da machen wir heute mal eine Ausnahme. Mal sehen, ob wir die Tür hier öffnen können. Nee, die geht leider nicht auf. Wir gehen weiter, müssen jetzt direkt Wacky Wacky spielen. Oh nee, ne? Es wird richtig eklig jetzt. Ich sehe halt auch schlecht. Lichter gehen an. Wenn ein Huggy aus einem Loch erscheint, verwende dein Grab Pack, um den Huggy zu treffen und ihn in sein Loch zurückzuschmeißen. Ja, besser ist das auch. Bin mal gespannt, wie schlimm das wird. Was vor allem passiert, wenn wir vielleicht nicht getroffen haben. Leute, die Huggies kommen nicht aus jedem Loch, ne? Wir müssen das mit dem Greifpaket hitten. Also, ich finde, Grabpack hört sich besser an als Greifpaket, Leute, oder? Hashtag Grabpack in die Kommentare, wenn ihr es auch so seht. Jetzt müssen wir allerdings mit Mama wieder ein Duell aufnehmen. Mama, ich nehme dir deine Seele. So, wir dürfen zwei. Wenn du zwei Huggies nicht triffst, ja, dann ist Feierabend. So, den haben wir auf jeden Fall schon mal raus. Ich finde es gut, dass diese Boxen hier so leuchten. Oh, nee, ne? Was ist denn das jetzt hier? Huggy zurück in ein Loch, mein Bester. Oh, Leute, gar kein Bock. Gar kein Bock, bitte nicht. Da oben ist noch einer. Weg. Das quietscht immer so komisch, ne? Wie so eine Puppe. Oh, und hier nochmal rein. Ey, ihr verdammten Huggies, verpisst euch. Bitte, verpisst euch! Rein in dein Loch! So, der geht auf jeden Fall mal wieder baden. Also das stinkt ja absolut. Und bisher, muss ich sagen, ist das wirklich super easy. So, der ist weg. Der ist auch. Nein. Boah, ey, ich habe meine Hand eben gerade richtig verkackt. So. Aber bisher alles entspannt. Da oben. Da oben. Ja, es wird immer schneller, ne? Man merkt's. Es wird immer schneller. Vor allem werden die Geräusche auch komischerweise immer lauter. Hä? Kommt mir das nur so vor? Oh, ich bin absolut im Film, Leute. Vorne ist noch einer. Okay. Können wir das mal lassen? Ich habe doch schon bewiesen, dass ich stark bin. Da oben ist noch einer. Sehr gut. Der ist auf jeden Fall auch weg. Oh, Leute. Nee, ne? Wenn ich sterbe, dann war's das. Dann muss ich alles von vorne zocken. Ja, was ist das denn? Oh Gott. Ich hoffe, mir passiert nichts. Aber sind hier auf jeden Fall schon sehr, sehr knapp am Start. Es geht auch immer schneller, ne? Wir müssen nur vorsichtig sein. Oh, wir sind durch. Wir haben nur noch ein Spiel übrig zu spielen. Ja, chillig. Dann kann ich ja wieder los, oder? Kann ich los, bitte? Mama hat gehofft, dass ich hier für immer bleiben würde. Ja, wir nehmen jetzt erstmal den Weg wieder raus. Ich muss schon sagen, dafür, dass es Roblox ist, Leute, ehrlich jetzt, ist das schon echt in Ordnung. So, wir benutzen mal die blaue Hand. Blaue Hand verwenden. Das mache ich ja. Ah, okay. Wir müssen hier nach oben. So sieht es nämlich aus. Sehr gut. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Weiter geht's. Bin gespannt, ob wir gleich von Mami Long Legs verfolgt werden. Bisher waren die Games jetzt nicht ganz so dramatisch, aber wir müssen hier tatsächlich nochmal durch dieses Labyrinth gehen. Und hier ist irgendwie. Das sieht gar nicht gut aus. Boah! Da ist Kissy Missy, Leute! Alter Schwede! Nee, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall wild, ziemlich gut gemacht. Und wo geht Kissy Missy jetzt hin? Können wir uns da irgendwie mit reinschleusen? Ja, wir können hinterhergehen. Geht's denn hin? Nein, Kissy Missy, warte mal! Na toll, Leute. Einfach weg. Man kennt ihn, der Klassiker. So, wenn wir das Gate öffnen, geht Barry dann weiter? Ja, tatsächlich. Der geht dann einfach weiter. Das heißt, wir müssen jetzt diese Tore nur aufmachen. Barry geht schön nach vorne. War da gerade was? Ich weiß nicht, ob ich da gerade was gesehen habe, Leute. Okay, das passt. Barry wird das Ding jetzt durchbrechen. Er ist aber ganz schön langsam. Fahren jetzt einfach mal hinterher. Okay, können wir gar nicht. Wir können so ein bisschen mitgehen, aber das ist auch alles. Na gut, dann lassen wir ihn jetzt erstmal durchfahren. Das sieht aber auch so dumm aus, Leute. Das sieht so bescheuert aus. Barry, fahr mal rein da jetzt in den Lachs. Na los. Oh ja, und der fällt jetzt in die Tiefe. Wir sind hier. Gut, die Kissy-Missy-Szene haben wir auf jeden Fall auch schon durch. Jetzt müssen wir aber zurück zur Spielestation. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, da können wir jetzt hoch. Leute, Speedrun in Poppy Playtime Roblox. Ich feiere Roblox aber auch dafür, ne? Ich sag, oft sind Games nicht so geil, aber das hier ist schon wirklich in Ordnung, Leute. Müsst ihr auch zugeben. Ich finde, das ist richtig gut gemacht. Gerade auch dafür, dass es kostenlos ist, ne? Ich brauchte jetzt hier keine Robux. Und das ist für Roblox auch sehr selten. Also, dass du keine Robux brauchst und einfach alles machen kannst. Bin ich auch mal gespannt, wie das Spiel mit PJ Packy Pillar wird. Wir sind schon mittendrin, ne?
Es geht los. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Nicht bewegen, wenn die Lichter ausgehen. Leute, da ist PJ Packepilla. Wenn die Lichter an sind, kannst du dich frei bewegen. Wenn nicht, dann nicht. Wir dürfen uns nur nicht bewegen. PJ Packepilla macht sie jetzt auf den Weg und will uns finden, ne? Es geht los. Das wird so viel Spaß machen. Ich bin mal gespannt, wie der sich auch bewegt, Leute. Wenn die Musik startet, geht's los. Dann let's go. Oh, nö. Das ist nicht cool, Mann. Was ist denn das für eine Musik? Okay. Ich sehe ihn jetzt ja aktuell nicht. Digga, ist er langsam. Boah, Alter, der zieht ja ganz schön durch. Wir dürfen uns nicht bewegen. Umsehen ist erlaubt. So, dann gehen wir mal einfach in diese Rutsche hier rein. Müssen warten, bis die Musik ausgeht. Nicht bewegen, Leute. Ganz locker bleiben. PJ Packepilla, mach du mal lieber das, auf was... Wir könnten hier sterben. Hier müssen wir clean durchkommen, Leute. Sehr clean sogar. So, wir gucken uns mal um. Ist da eine Leiter? Wo ist denn der? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Einfach drin. Da hinten ist er, Leute. Seht ihr das? Ey, da ist PJ Packepilla und wie der da rüber geht. Uff, den haben die echt gut hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden jetzt aber hier mal reinspringen, gehen einfach weiter und jetzt... Rastet Mama aus. Das sagt du Betrüger. Okay, das hier hat auf jeden Fall geklappt, sehr gut. Weiter geht's, wir haben das Spiel durchgespielt. Und was ist das hier? Ah, wir müssen uns jetzt nach oben grabben, stimmt ja. So. Wir nehmen das Grab-Pack wieder mit und gehen weiter. Spiel bisher sehr gut dargestellt. Jetzt kommt ja eigentlich die Szene mit dem Wasser. Ich weiß nicht, ob sie die skippen. Eigentlich, ich sag persönlich vom Ding... Naja. Die ist unnötig. Du Cheater. Ich hasse Cheater. Ja, ich auch. Lass uns ein Spiel mehr spielen. Oh nö, Leute. Hide and Seek. Suchen und verstecken. 10, 9, 8. Hä? Oh mein Gott. Digga! Was ist das denn? Kommt die jetzt? Nein! Nein, das war der falsche Weg! Kommt die jetzt wirklich? Safe nicht! Safe nicht! Die kommt! Oh Gott! Leute, wir müssen weg hier! Nein, Mami Longlegs will mich kriegen, Mann! Digga, hast du gesehen, wie schnell die ist? Oh nee, ne? Da ist sie! Da ist sie! Scheiße, Leute, wir müssen durchziehen! Komm schon! Ab in den Vent rein! Die verfolgt mich doch safe nicht in den Vent rein, oder? Hey, wir geben gut Stulle jetzt. Ich habe sie nicht gesehen. Ist mir aber auch egal. Da ist sie. Wir sollen ihr helfen. Wir befreien sie aus der Schatulle und mach mal hier oben das Ding jetzt auf, Robby. Boah, Junge, hier ist überall Spinnennetz, ne? Sie sagt nochmals vielen Dank. Du sollst das da oben aufmachen. Mach das auf jetzt. So, in dein Gesicht mit der Hand. Und die lasse ich da jetzt, wenn du das nicht aufmachst. Hast du mich verstanden? Mach das jetzt auf da, das Ding. Ich kümmere mich um Mama. Hier ist der Zugcode. Go. Gib mir den Code bitte. Okay, wir haben den Code jetzt. Wir können jetzt zum Zug gehen. Ziehen durch. Ja, da vorne und dann einfach da reingehen. Der Zugcode, der ist ja ein bisschen anders. Ah ja, perfekt. Wir müssen ihn nur so entsprechend einstellen. Auf gelb machen und blau. Und wir haben den Zugcode eingegeben. Und was passiert jetzt? Nein, es war so knapp! Er ist gestorben, er wollte sich für mich opfern. Es war einmal Five Nights at Freddy's? Oh mein Gott, was ist denn das hier für ein mieser Film? Leute, herzlich willkommen zu dem Video. Wir sind auch direkt drin und ich hoffe, ihr habt richtig Bock. Denkt dran, einen Like einfach reinzuschallern und wir gucken einfach mal, was passieren wird jetzt, oder? So wie es aussieht, wird gleich eine Nacht beginnen und dann passiert etwas. Ich weiß nicht, was passiert. Aber etwas Schlimmes. Oh je, oh je. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich bin ehrlich. Kann man sich hier verstecken? Nee. Aber anscheinend gibt es irgendwie Mörder und sonst irgendwas. Ich weiß halt nur nicht, was man machen soll. Es sind hier Totenköpfe, die sie wieder einsammeln müssen. Okay, das habe ich soweit verstanden. Aber... Boah, die Freddy-Sounds sind richtig real, ne? Die sind absolut real. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh, ich wurde so weggerippt. Leute, ich glaube, die werden mich nie wieder aufheben. Ja. Ah! Wir überleben zusammen. Boah, der hat alle weggeschlitzt, ne? Nice, er belebt die wieder. Okay, wir gehen mal hier rüber. Ja, wir sind gleich wieder am Start. Sehr gut. Sehr gut. Okay.
Nice, wir haben wieder Leute wiederbelebt. Okay, okay. Es ist ein bisschen tricky, muss man ganz ehrlich sagen, aber der campt ihn hier richtig ab, ne? Also ich weiß nicht, ob du dämlich bist, Digga. Aber, jawohl. Oh, der hat jetzt echt gut was weggeschlitzt da drüben, ne? Ich weiß nicht. Also wir müssen hier wirklich sehr, sehr aufpassen. Da sind Ballons. Oh Gott. Oh Gott. Er hat mich auf jeden Fall gut gespectet. Wir müssen jetzt sehr aufpassen. Nein, da ist schon jemand tot. Da ist schon jemand tot, Mann. Ich bin getötet worden, Leute. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich leben durfte. Verdammt nochmal! Ich verstehe nur das Game nicht. Sollen wir überleben? Was sollen wir machen da drin? Kommen wir irgendwie raus? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja gut. Hoffentlich bin ich gleich der Mörder. Ach so, falls ihr das Game auch zocken wollt. Es heißt Dead Realm. Und gebt dann den Code NEW ein. Damit kriegt man $500. Auf entspannt. So, was können wir uns mit $500 kaufen? Messer? Killer? Können uns einen Killer holen? Es gibt hier sogar Hagiwagi. Casey Missy auch? Also, ich muss sagen, das ist ziemlich cool, Leute. Was kostet denn hier so Geld? Ja, das geht ja alles noch. Man kann sich das theoretisch erspielen. Also zumindest Hagiwagi kann man sich erspielen. Der ist natürlich sauteuer. Macht schon Bock, oder? Ich bin mal gespannt. Okay, Freunde. Wo sind wir jetzt? Die Nacht beginnt wieder. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier wieder ist. Aber wir sind hier anscheinend in irgendeinem ganz komischen Krankenhaus, oder was? Was ist das denn? Leute, gar keinen Bock. Okay. Nacht beginnt gleich. Der Typ ist auf jeden Fall gut unterwegs und snackt sich hier ordentlich Schädel weg. Ist halt echt nur nicht, wo die sind, ne? Wie lange müssen wir das Ding jetzt überleben? Wir haben halt am Anfang genug Zeit. Ah, 4 Minuten. 4 Minuten muss man überleben. Das wird auf jeden Fall ein richtig stabiles Ding. Wir gucken mal, wo das frisch gewischte Schild jetzt hingeht. Okay, ja, warte mal. Da vorne habe ich was gesehen. Sehr nice. So einen Schädel haben wir auf jeden Fall wieder mitgenommen. 33 Schädel ist so eine tägliche Aufgabe. Was kriegen wir dafür? $165. Okay, das ist eigentlich ganz cool, weil wir können uns damit natürlich dann auch später den Hagiwagi kaufen, falls wir dann mal selber Killer sind. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Aber so wie es aussieht, können wir uns halt echt hier drin verstecken im Müll, ne? Jetzt einfach dich im Müll verstecken. Das ist natürlich auch super interessant. So, den nehmen wir mit. Was ist das hier? Ich weiß halt nicht, wer hier der Killer sein soll, ne? Hier bin ich! Hallo! Oh, oh. Da hinten. Die hat uns gesehen, die hat uns gesehen. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Die hat uns definitiv erstmal im Blick. Und die sind zu zweit. Digga, wie schnell ist die denn am Ziehen? Hör auf, mir hinterher zu laufen, du Dummi! Okay, ich muss echt zusehen, dass ich jetzt abhau. Wir müssen uns verstecken. Ja, du bist so dämlich. Warum geht ihr immer zu mir? Mann, lock die doch weg. Boah. Leute, richtig dumm. Also ganz im Ernst, was soll denn das? Du kannst sie doch nicht einmal mit auf die Toilette nehmen. Ich war da gerade, ich muss da ein dickes Geschäft machen. Weißt du, wie ich meine? Okay, wir bleiben einfach erstmal auf chillig. Ich will mir aber das Monster definitiv nochmal näher ansehen. Hallo? Ich bin's. Ist denn das? Hallöchen. Leute, wir gucken uns das Monster aus nächster Nähe an. Tja, ich glaube, der checkt gar nichts mehr. Der checkt natürlich, checkt er was. Oh, was ist denn das? Läuft uns das Ding jetzt hinterher? Vermutlich schon. Kann das Teil hier hinter dem frisch Gewischschild gehen? Ja, also eigentlich ist der Mörder ja voll easy. So, also der kann ja eigentlich gar nichts machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass derjenige, der den Mörder spielt, also es soll wohl irgendwie ein Spieler sein, ich will ihn nicht beleidigen, aber ich glaube, der ist ein klein bisschen blöd. Spaß. Das Ding soll mal hier oben raufkommen, ne? Ich glaube, wir werden jetzt gesehen. Ja, wir entspannen uns hier alle. Guck mal, wir sind hier auf ganz chillig unterwegs. Wir können uns jetzt hier erstmal einen ganz entspannten Lenz machen. Hey Leute, was geht ab? Habt ihr schon Dennos Kanal abonniert? Wenn nicht, dann solltet ihr das mal besser machen. Gleich da unten. Oh! Ich bin wieder da. Bitte abonniert Dennos Kanal. Aua, mein Bein. Okay, die Zeit läuft ab. Wir haben es überlebt. Ich würde sagen, easy peasy pupisi. Und wir sind hier bei den ganzen Matratzen. Das war mal auf jeden Fall ein richtiger Loser. Du stirbst. Warum? Ich hab doch überlebt. Bin doch nicht gestorben. Du sterbst.
Warum denn du stirbst? Ich verstehe nicht, warum du stirbst, aber na gut. Ist ja auch egal. Ich will jetzt auf jeden Fall da rein. Wir könnten die Needle Village nehmen. Das Krankenhaus ist auch interessant. Ah, Hospital. Ich weiß halt nicht, ob meine Community jetzt da ist, weil die auf einmal alle rübergeswitcht sind. Aber wir nehmen jetzt anscheinend das Krankenhaus. Das war auf jeden Fall nicht das, was wir eben gerade gespielt haben, glaube ich. Das war was anderes. Meine ich zumindest. Okay, es geht los. Wir sind mitten im Krankenhaus und müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir diese verdammten Schädel hier einsammeln, weil von denen brauchen wir jetzt echt noch viele. Gleich kommt der Killer wieder. Es wird wieder 4 Minuten auf jeden Fall sehr tricky. Und ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so Noob, weil, Leute, Gewinn ist zwar ganz cool, aber nur mit richtigen Gegner. Und der Killer eben war eine absolute Flachzange. Bei dem ging halt gar nichts, ne? Der war echt schlecht. Was ist das hier? Okay, wir haben jetzt hier auf der Seite irgendwie 4. Warum auch immer. Weiß noch nicht, was das bedeuten soll. Heißt das, so viele sind wir insgesamt? Oh, der hat einen umgelegt, ne? Scheiße, doch. Oh, nö, es ist wieder der Freddy-Typ, Mann. Der von eben. Komm, hoch mit dir, hoch mit dir. Jawohl. Okay, wir kriegen den auf jeden Fall wieder weg. Sehr gut, wir haben alles geklärt. Wir sind wieder am Start. Einige sterben halt aber auch, ne? Ja. Ich glaube, einer ist jetzt auf jeden Fall komplett weg. Die dürfen halt sich wirklich nicht da erwischen lassen. Nicht umlegen lassen. Aber ist in Ordnung. Wir gucken mal weiter hier rein. Hier sind keine Orbs mehr. Nichts. Diese verdammten Schädel. Ah, die sind alle jetzt weg. Nervig. Machen wir ihn da jetzt. Oh, er hat gerade seinen Spezialskill aktiviert. Wartet hier unten. Lauft! Leute, da haben wir aber ganz schnell jetzt... Oh Gott, welche rausgenommen. Ja, der Killer ist auf jeden Fall schon deutlich besser. Merkt man auch direkt. Und wir müssen jetzt erstmal gut moven, denn der ist jetzt da. Ich verstehe nicht, wie der mich von da hinten getötet hat. Ich habe keine Ahnung. Hat der ein Wurfmesser oder was geht bei dem? Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Krass. Der wurde auf jeden Fall ausgeschaltet. Ich hoffe, die können mich wiederbeleben. Was sind die anderen? Es gibt nur noch eine und die versteckt sich, Leute. Oh nö, die versteckt sich safe. Aber wir hätten unsere Jungs nicht wiederbeleben sollen. Wir hätten einfach... Wir hätten einfach sagen sollen, egal. Ich bin gleich tot, Hilfe! Och nö. Alles klar, das war's, Leute. Wir sind draufgegangen. Jetzt werden wir aber mal der Killer. Oh, Leute, wir sind hier mitten in der Poppy Playtime-Fabrik. Alter, wie cool ist das denn? Crazy. Okay, ich muss mir jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich ein paar Schädel besorgen. Können wir hier rein? Tatsächlich. Nice. Da sind noch mehr Schädel. Okay, den nehme ich mit, den nehme ich mit. Und ich nehme natürlich noch den mit, Leute. Den habe ich ja nicht übersehen. Sehr, sehr geil. Okay, wir haben jetzt einen Mörder hier drin und wir sind in der Poppy Playtime-Fabrik. Es wird interessant und schade, dass ich nicht Mörder geworden bin, weil, wie ihr sehen könnt, habe ich unten rechts mal 3 aktiviert. Und eigentlich hätte ich drankommen müssen. Aber ist okay. Also die Chance wäre eigentlich sehr, sehr hoch gewesen. Können wir uns hier verstecken? Das geht, oder? Man sieht mich hier nicht. Das ist natürlich smart. Okay, das ist gut zu wissen. Wir gucken uns hier nochmal so ein bisschen in der Fabrik um, weil ich natürlich halt auch gucken will, was haben die alles davon hier reingetan. Aber so wie es ausschaut, haben wir wirklich schon fast die ganze Fabrik. Guck mal hier, ne? Das mit dem Fernseher finde ich auf jeden Fall auch cool. Kann man sich hier reinstellen? Ja, das ist sehr auffällig. So generell, es wurden Leute schon weggerippt. Verdammt! Er hat den Mörder genommen. Okay, wir können jetzt weiterkriechen. Ich weiß halt nicht, wie es ist, aber die verfolgt uns jetzt so ein bisschen. Das ist in Ordnung, würde ich mal jetzt einfach sagen. Willst du auch mal weggehen? Hör mal auf zu campen jetzt, ey. Kann ja wohl nicht sein. Boah! Junge, der Typ, nein, er hat's fast geschafft. Ja, die machen das gut auf jeden Fall, aber sie wurde jetzt tatsächlich weggerippt. Ich bleibe in ihrer Nähe. Ich bleibe in ihrer Nähe. So kann ich nicht sterben. Okay, da oben ist jemand. Der hat das irgendwie schon so ein bisschen geblickt. Was ich so ganz verstehen kann. Warum macht man das? Nein, das war so knapp. Er ist gestorben. Er wollte sich für mich opfern. Das kann nicht sein, Leute.
Das kann nicht sein. Ich weiß halt nicht, ob es zählt, dass wir überleben, wenn wir in ihrem Kreis bleiben. Oh Gott, weiß, wo es hingeht, oder? Können ja nicht mehr raus. Wir werden elendig verrecken, Leute. Och, nö. Ich weiß doch nicht, was mit den anderen ist. Verstecken die sich hier irgendwo? Da oben ist noch einer. Okay, wir werden uns ganz entspannt. Wir werden warten. Okay. Der lenkt die jetzt irgendwie so ein bisschen ab. Komm schon. Ja, Mann! Let's go! Wir verpissen uns! Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir da ganz schnell hinkommen, Leute. Wir dürfen keinen im Stich lassen. Sehr gut. Da vorne ist der Große. Nein. Oh, nee, ne? Komm hier rein. Hier rein. Komm hier rein. Na los. Ich muss jetzt... Nein, die ist tot. Okay. Die wird auf jeden Fall gerade abgecampt da hinten. Man sieht's. Ich glaube, die überlebt es. Jawohl! Wir haben es alle drei überlebt. Sie hat es überlebt, Leute. Sehr gut. Sie hat mich gerettet, aber dafür hat sie es auch überlebt. Jetzt werden wir aber mal eine Runde als Killer spielen. Oh ja, weil, ey Leute, wir haben 35% Chance und mal 3 Chance aktiviert. Das heißt, wir haben 105% Chance, dass wir jetzt der Killer werden. Ansonsten raste ich aus. Also eigentlich sollte ich Huggy Wuggy sein, Leute, aber ist okay. Ich bin dann halt mal irgendwie Tante Emma am Töten. Oh ja. Oh ja, Schlitz! Da ist doch der Erste. Da ist doch der Erste. Da ist doch der Erste. Und, oh, da vorne holen wir uns die andere Dame weggeschlitzt. Leute, ich glaube, das Ding wird easy. Na? Guck mal, die laufen mir sogar schon in die Arme. Ach, das ist doch lockerlässig. Na gut, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier noch so? Ihr denkt also, ich bewege mich nicht. Hallöchen! Wir sind in den Backrooms! Hallo! Ich bin's! Der allerechte Tim! Leute, die haben sich alle wiederbelebt. Das finde ich echt cool. Oh, da sind ja sogar noch mehr! Beute, Beute, Beute! Da ist jemand auf jeden Fall RIP. Guck mal, wer hinterlässt denn hier Spuren? Ah, das UFO, Leute! So, der Erste liegt. Der liegt auf jeden Fall auch. Und der hier. Na? Was geht ab, Leute? Ihr liegt jetzt auch, würde ich mal sagen. Da ist das UFO. Da ist das UFO. Und tschüssing, das UFO. Jetzt liegen hier 4 Stück. Ich werde euch alle wegschlitzen. Okay, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen beeilen. Weil ich glaube... Es gibt hier tatsächlich noch Leute, die verstecken sich. Da hinten sind 2 und hier ist noch einer. Okay. Da hinten sind 2. Ich muss das wirklich genau prüfen. Sehr gut. Hört ihr die anderen? Hört ihr sie? Die denken, die können sich verstecken. Aber nix da. Da sind sie doch. Da ist Nummer Uno und du bist der Letzte. Erledigt. Wir haben alle weggeschlitzt. Lecker. Okay, da ist jemand richtig sauer, weil ich alle weggemacht habe. Guck dir die ganzen Smileys an, wir auch schon. Und wir haben jetzt hier erstmal, ja, also es soll wohl der Poppy Playtime 2 Bahnhof sein, so wie ich das jetzt hier feststellen kann. BJ Packe Pillar nehmen. Digga, das mache ich einfach mal. Leute, 100 Robux gebe ich jetzt dafür aus. Völlig egal. Ich weiß halt echt nicht, was wir damit jetzt machen. Ach, was? Ich reite jetzt BJ Packe Pillar. Wie cool ist das denn? Was habe ich da denn? Ich habe kleine Schäfchen auf der Schulter, okay? Leute, mit BJ Packe Pillar kommen wir hier auf jeden Fall ein bisschen schneller durch die Map. Das finde ich ja mega nice, okay? Wir sind auf jeden Fall fast unterwegs und ich würde sagen, wir spielen das hier mal nach Reihe und gehen mal in Musical Memory rein. Let's go. Was ist denn hier so? Wir haben da jetzt einen Room, Leute, mit entspannten Grab Packs. Finde ich auch irgendwie nice so, aber bringt jetzt erstmal nicht so viel. Wo sind wir denn hingekommen? Oh, wir sind jetzt irgendwie in so einem Underground. Egal, PJ Packe Pillar, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir hier ein bisschen wahrscheinlich so Verwandlung oder sowas finden. Ich check nur noch nicht so ganz,
was wir unbedingt, also was wir damit machen sollen. Eine Hand hinzufügen. Wir brauchen dafür aber das richtige Werkzeug. Okay, also wenn wir jetzt hier irgendwie mit dem richtigen Werkzeug hingehen, dann können wir eine neue Hand hinzufügen. Interessant, aber was kann man denn hier noch so machen? Wir können, oh, eine Kettensäge nehmen. Was können wir damit machen? Ich habe jetzt eine Kettensäge, Leute. Wir lassen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen da vorne hinreiten. Können wir hiermit irgendwas machen? Nein. Wir nehmen die Kettensäge erstmal mit und gehen mal wieder raus hier. So, was sollen wir mit der Kettensäge machen, ist die Frage. Erstmal würde ich sagen, mit der grünen Hand müssen wir das Ding hier aktivieren, als ob wir das Spiel jetzt zocken müssen. Müssen wir das jetzt echt machen? Ui. Okay. Wir gehen einfach mal hier runter und da ist ja irgendwie dieser Schacht so. Was ist das denn da drüben? Ach, wir müssen mit Werkzeugen jetzt Sachen reparieren, oder wie? Okay. Was ist das denn hier, Bonzo Häschen? Wollen wir uns jetzt herangehen? Tatsächlich! Oha, Leute, ich bin jetzt Bonzo der Hase! Yo, wie cool ist das denn? Boah, wie gruselig der aussieht. Kann ich jetzt hier unter einfach durchgehen? Okay, das ist ein bisschen komisch. Ich würde einfach mal sagen, wir verwandeln uns vielleicht auch irgendwie wieder zurück. Hey, wo bin ich? Nee, ich bin einfach aus der Map rausgepackt. Guck dir mal den Dino da drüben an. Hä? Ja, ich lass mich einfach mal töten. Lassen wir das, Leute. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall gerade einen Bug rausgefunden, weiß ich. Ist komisch, aber wir machen jetzt erstmal weiter hier. Wir gehen jetzt mal in diesen Vent hier unten rein und gucken uns da mal um. Mit PJ sollte das ja hier alles kein Problem sein. Was ist das da? Wir haben einen Schlüssel gefunden. Auch sehr interessant. Wir finden hier in dieser Fabrik immer verschiedene Sachen und dementsprechend müssen wir halt irgendwie immer was verbinden, was machen, um dann auch weiterzukommen. Die Frage ist jetzt, gibt es hier noch andere Sachen? Auf jeden Fall. Ah, wir können ja wieder hoch. Stimmt, wir können ja hier wieder hoch. Und dann müsste man mal was schauen. Ich habe da eine kleine Idee. Schaffen wir es sprungtechnisch mit PJ Packe Pillar darüber? Ja, schaffen wir. Und ich habe mir noch etwas gegriffen. Ah, so macht man hier die Brücke rein. Okay, verstehe. Was ist das da drüben? Weiß man auch nicht, wie man darüber kommt, ne? Wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal so die Sachen. Und wir werden nachher ganz, ganz viele Sachen haben. Was ist das denn hier, eine Facewatch? Es gibt hier eine Facewatch oder was? Okay, wir haben so einen kleinen Splitter auf jeden Fall. Was ist das jetzt hier? Das ist einfach nur eine Kiste erstmal. Boah, hier sind wirklich sehr, sehr viele Gegenstände. Es gibt hier sehr, sehr viel anzuschauen. Wir können hier noch eine Garage öffnen. Da können wir jetzt nicht so viel machen. Da oben ist ein Spinnennetz. Mami Long Legs? Spider? Als ob. Wow, Leute, wie cool ist das denn, Mann? Guck dir das mal an. Ich bin Mami Long Legs, die Spinne. Ey, das wäre so ein heftiger Gegner, Leute, mit vier Armen und vier Beinen. Hashtag Spinne, wenn ihr das als Mod feiern würdet, in die Kommentare rein. Ich finde das hier auf jeden Fall richtig krass. Okay, wir gucken mal einfach weiter. Wir passen ja nicht mehr durch die Tür, Leute. Können wir... Ja, können wir. Wir können das hier wenigstens noch aufmachen. Wir sind jetzt wieder normal verwandelt. Also wir können hier unten auf Aktualisieren drücken und verwandeln uns dann wieder in einen normalen. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Was ist das denn hier? Okay. Gibt es noch einen geheimen Code oder was? Oh, als ob wir noch einen Code freischalten müssen. Wie krass. Na gut, wir gucken mal weiter. Ich schwör's euch, es gibt hier wirklich so viele Dinge, von denen man gar keine Ahnung hat am Anfang. Wir müssen die halt alle irgendwie so mehr oder weniger frei spielen, ne? Das finde ich so cool, Leute. Das finde ich wirklich richtig cool. Was muss man da machen? Willst du wieder irgendwas reinstellen oder was? Wir haben jetzt hier einen Schlüssel. Gucken erstmal, dass wir wieder zurückgehen. Das Rätsel hier können wir so erstmal noch nicht lösen. Machen jetzt erstmal das Ding hier oben wieder auf und riden mit PJ eine Runde rum. Machen wir auf für den Lachs. So, hier sind wir im Lagerraum. Den kennen wir noch. Was ist das da unten? Das kann man auch safe benutzen. Wir haben jetzt einen Basketball. Weißt du nicht, was da mit dem Basketball jetzt machen kann? Was ist das da vorne? Oh nein. Baldi Quiz. Wir können 9 plus 19, das ist 19. Was ist 100 plus 0? 100. Was ist 190? Oh mein Gott, Digga, was ist das bitte für eine Zahl? Leute, was ist das für eine Zahl? Ich hole mal den Taschenrechner raus. So, jetzt wird's krass. Was ist 1903? Was ist das für eine Zahl, Alter? Ich werde die richtige Lösung hier gleich eingeben. Wir können nicht mehr eingeben. Können wir nicht mehr. Bei 010 hört das Ding auf. Ich gebe mal das hier ein. Hä? Wir haben Baldi gekriegt. Ich habe das Quiz gelöst, Leute. Easy going, würde ich sagen, oder? Gar kein Problem. Als ob wir jetzt tatsächlich, Leute. Wir sind jetzt Baldi. Das sieht so hässlich aus, Mann. Ey, wie crazy. Freunde, das ist so
dumm. Also das ist wirklich richtig dumm, finde ich. Aber okay, guck mal, was hier vielleicht hinter ist. Ist hier irgendwas hinter? Kann man hier so durch? Ja, hier gibt es einen kleinen Geheimgang. Ich habe es mir fast gedacht. Okay, also in dieser Fabrik sind noch sehr, sehr viele Geheimnisse. Ich finde das so heftig, wie verwinkelt und verzwickt das hier alles ist. Und man kann halt sehr, sehr viele Verwandlungen natürlich auch freischalten. Falls das Game mal zocken muss, heißt Poppy Playtime Morph, ne? Was ist das hier? Dead Long Legs Zombie? Okay, krass. Ich lass uns mal teleportieren. Okay, back im Game können wir jetzt natürlich mal die neue Morph austesten. Und wir haben hier Zombie Daddy Long Legs. Oh, Leute. Gib mir dein Hirn. Gib mir dein Hirn, mein Bester. Was ist das da hinten? Wir haben jetzt hier noch die Playcare. Chapter 3. Als ob wir... Wir könnten zu Kapitel 3 gehen, Leute. No way. Okay, also falls ihr da Bock drauf habt, Leute, Hashtag Kapitel 3 in die Kommentare rein und ich möchte alle sehen. Du, der das gerade sieht. Digga, schreib Kapitel 3 rein unten in die Kommentare oder Hashtag Kapitel 3. Dann gehen wir da in der nächsten Folge rein, Junge. Das ist ja Wahnsinn. Ey, das müssen wir uns definitiv nochmal reinziehen. Aber wir machen jetzt erstmal mit Wacky Wuggy weiter, würde ich sagen. Wobei, ey, hier sind so viele Sachen. Was ist das? Hä? Ich habe 1 von 3 Huggy Wuggies gefunden. Okay, sehr interessant. Ich mache einfach nochmal die Tür hier auf und wir gucken uns mal hier so um. Wo kommen wir da hin? Hier ist ein Skateboard. Finde ich cool. Ich habe aber den allerechten PJ Pack-a-Pillar. Hast du den auch, mein Bester? Guck mal. Jawollo. Leute, ich finde das so cool. Mit PJ ein bisschen rumsliden. Macht einfach mega Bock, ne? Was ist das da? Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Ich werde mich mal nach oben begeben und wir gucken mal, ob wir hier noch eine Morph abstauben können. Was ist das da hinten? Ein Tape. Nein, ich habe halt... Oh. Ja, wir haben Mami Long Legs Superman. Okay, wir haben tatsächlich gerade dieses Cape hier gefunden. Sehr geil. Ich guck mal, was noch so hier ist. Kann man hier noch irgendwas bekommen? Nee, ne? Ich bin jetzt hier oben auf jeden Fall drauf, aber das bringt halt nichts. Also diese Kiste bringt es tatsächlich jetzt nicht. Wir können auch mal da oben lang gehen, bevor wir jetzt gleich Mami Long Legs Superman uns reinziehen. Was ist hier so? Hier ist aktuell nichts. Also ich würde sagen, dann sind wir mit dem Room ja hier eigentlich schon mal durch. Können wir hier irgendwelche Knöpfe drücken? Ja. Können wir nicht. Nein, können wir nicht. Okay, dann haben wir die neue Morph jetzt am Start. Die werde ich direkt mal auspacken. What? Leute, wir fliegen, Mann. Ey, wie cool ist das denn? Krass. Leute, verrückt. Ich bin mittlerweile so groß, dass ich jetzt einfach nicht mehr hier rauskomme. Was ist das denn für ein Beschiss? Okay, Leute, ich krieg das hin. Mann! Och, Leute, wir können hier nicht rumfliegen. Boah, der PJ Pucky Pillar mit dem Skateboard, Mann. Wie krass ist das denn? Hallo, jetzt lass mich doch mal raus, ey. Schlimm. Machen doch mal hier die Tür auf. Was geht denn hier drinne? PJ, wir reiten mal direkt durch. Wir müssen halt diese ganzen Rätsel alle noch zusammenbringen, ne? Oh, was ist das? Mami Long Legs als Astronaut. Voll cool. Gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Was ist hier so drin? Okay. Oh, das ist die finale Szene, wo man verfolgt wird und so weiter. Wir machen mal Mami Long Legs als Astronaut jetzt rein. Oha, was ist das denn? Leute, damit gehen wir jetzt mal hier eine Runde durch die Gegend, oder? Yo. Hallo, hallo, ich krieg keine Luft mehr. Ey, das ist ja so bescheuert, Leute. Okay, ich mach mal hier oben meine Hand jetzt gegen. Sehr gut. Was können wir hier noch machen? Okay, wir kommen von hier aus, boah, in noch andere Bereiche. Warte mal, bin ich jetzt hier falsch gelaufen? Glaube ja. Tatsächlich, ich muss jetzt noch da ganz hinten hin. Stell dir mal vor, man kann Experimente oder so nehmen, ne? Das wäre natürlich sehr krass. Wir haben Bonzo, das Häschen, klassisch freigeschaltet. Finde ich auch gut. Auf Sneaky-Basis haben wir uns das hier nochmal gegönnt. Was ist das für ein Arm? Mami Long Legs zerstört. Da ist irgendwie noch... Ich weiß nicht, was das ist. Wir müssen uns das alles merken, ne? Krass. Okay, Leute. Zurück zur Spielestation. Testen wir nochmal die letzten Morphs, die wir jetzt hier bekommen haben. Und ich werde jetzt erstmal Bonzo reinnehmen. Den ganz normalen Bonzo. Okay, das ist hier der ganz klassische. Ja, den kennen wir ja. Und der ist auch nicht so spektakulär. Aber was ist mit Mami Long Legs zerstört? Oh! Hilfe! Ich wurde gerade geschreddert. Daisy! Ey, ob man Daisy hier auch spielen kann? Ich bin ja gespannt. Leute, man hat, die hat auch nur noch ein Bein und ein... Also der Arm ist ja auch komplett weg, ne? Wie krass! Also das Game ist eins der geilsten Poppy Playtime Roblox Spiele, die ich je gezockt habe, weil es da so viele Geheimnisse gibt. Ich glaube, wir können da bestimmt noch 1-2 Videos zu machen. Ich sehe da oben ist irgendwas ganz Besonderes. Macht euch auf lustige Reactions gefasst. Und wir haben hier 2 Polizisten und er sagt halt hier, ey, du musst mal ein paar Sachen unterschreiben, ne? Und der Polizist hier am Schreibtisch sagt, verzieh dich. Und warte mal.
Können wir mal ganz kurz darüber reden, was der hier für einen heftigen Pickel an der Stirn hat? Oh Mann, ey, und dann trinkt der hier auch noch Bloxy Cola und isst einen Burger. Och nee, Leute. Wir sind jetzt hier anscheinend in einem Polizeirevier. Und er will Feierabend machen, ne? Er ist müde und sagt, komm, wir fahren nach Hause. Let's go. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Die sind zivil unterwegs, Leute. Also, er tritt die Tür erstmal auf. Seine Frau wartet da. Er ist richtig sauer und sagt, hey, ich will Feierabend machen. Geht in seine Pantoffeln rein und guckt sich jetzt hier irgendwie eine Serie an. Leute, da sieht man schon, wie viel Qualität eigentlich in diesem Kanal steckt. Und jetzt kommt die Ehefrau und bringt ihm da sowas zu essen und der schmeißt dann einfach den Deckel weg, isst das Steak da und scheuert ihr das gegen den Kopf. Sag mal, was ist das denn für ein asozialer Kopf? Guck dir den mal an, wie sauer der ist. Selbst sein Kind hat Angst vor ihm, ne? Oha, jetzt kommt hier eine Nachricht. Ziemlich viele Leute haben da irgendwie was kaputt gemacht und deswegen sind Leute gestorben und das Fahrrad ist wohl die Verbindung dazu. Und er kann sich dran entsinnen, dass er dieses Fahrrad schon mal gesehen hat, ne? Und der Kollege von ihm mit dem Fahrrad rumgespielt hat. Oha, ist das die Puppe von Huggy Wuggy? Hä? Was geht denn da jetzt ab? Ich check gar nichts mehr. Ha? Haben die eigentlich jemanden überfahren und ins Boot geworfen? Hä? Und der ist jetzt Cop? Hä? Kissimissi war da auch irgendwie und so ein Krokodil hat da... Oha. Yo, Kissimissi reißt einfach das Krokodil durch. Was? Jetzt ist Huggy Wuggy da? Also es geht wohl um irgendeine Story, die Vergangenheit ist. Wie krass ist das denn, Alter? Oh nein. Da wurde ein Typ in die Psychiatrie gebracht, ne? Und Huggy Wuggy und Kissimissi, es scheint so, als wären die tot gewesen und wurden jetzt auch weggebracht. Es klopft an der Tür. Er geht schnell hin. Was passiert? Keiner an der Tür? Da ist so ein kleiner, so ein kleines Polizistenmädchen. Ist das eventuell die Puppe? Oha. Vergiss nicht, du wurdest auserwählt, sagt die Hexe zu ihm, ne? Mhm, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Das ist ja schon komisch hier alles. Da ist nur ein Apfel im Kühlschrank und die haben nichts mehr zu essen, Leute. Boah, was ist denn das? Ich kann die Story noch nicht so ganz zusammenbringen, aber das kriegen wir schon hin. Es klopft auch wieder hier an der Tür. Da kommt so ein mysteriöser Typ. Oha, die haben eine Omi, die denen jetzt einfach Land und Geld überträgt, ne? Aber nur, wenn die da leben. Also die müssen dieses Grundstück, was sie jetzt bekommen, das ist in Kuba, da müssen die jetzt hinziehen und dann dürfen sie alles behalten. Und die haben halt nichts zu essen und so, ne? Und denken sich natürlich jetzt, wir packen unsere Sachen, unser Geld, alles ein und ab geht's. Scheiß auf die Bude. Das ist eigentlich auch ganz gut. Tür ist zu, die haben sich verzogen und jetzt geht's ab nach Kuba anscheinend, ne? Wie krass das animiert ist, ey. Hier ist ein Labor, Untergrundlabor, Huggy Wuggy. Kissimissi wurden hier irgendwie festgeschnallt. Der nimmt da eine Gewebeprobe von Huggy Wuggy. So ein Wissenschaftler packt sich die dahin und untersucht die jetzt ganz genau. Und die checken halt die DNA durch, ne? Der muss jetzt hier erstmal was prüfen. Ha? Da war eine Spielzeugfabrik. Und anscheinend ein alter Fall gewesen. Er spritzt ihm jetzt irgendwas. Huggy wacht wieder auf. Huggy ist wieder am Leben. Interessant. Ich schmeiße denen da die Papers rüber und er sagt, hey, ich habe da was gefunden. Die sollen, oha, die bringen den jetzt in irgendeine Spezialkammer einfach, ne? Was passiert da mit den beiden? Die sind irgendwie so schwarz angemalt oder angebrannt oder so. Oh, seht ihr das? Die Puppe war unsichtbar und ist denen hinterhergelaufen. Und die Puppe ist hinten dran, ne? Und keiner sieht die anscheinend. Objekt Huggy Wuggy. Was wird da gemacht? 6531 ist der Code. Alles ist bereit, sagen die. Jetzt werden die entlassen. Und können da jetzt gegentreten, ne? Oha, SCP Huggy Wuggy. Oh mein Gott. Die haben Angst, dass die Tür nicht hält, ne? Und da ist jetzt die Puppe. Und die versteht das. Oh, die sagt Mama und Papa, ich bin's. Die beiden hängen da hinten. Jetzt sorgt sie dafür, dass die rauskommen. Die schiebt sich das jetzt wahrscheinlich am Control Terminal. 6,
914 ist falsch. 6531. Sie gibt es immer noch falsch ein. Und schlägt er jetzt einfach irgendwie gegen? Hä? Oha! Und der Polizist sagt jetzt, die Box stand eigentlich ganz woanders und spielt das ab. Und es sieht natürlich aus, als wäre da ein Geist gewesen, ne? Die haben jetzt die CD rausgeholt und müssen das jetzt mal ganz schnell wegbringen. Ist jetzt hier im Labor. Und nimmt jetzt so einen Wischmob und schlägt in das rein, ne? Über den Kopf. Ha? Was passiert da jetzt? Sie kann jetzt ganz schnell da rangehen und vertauscht hier irgendwelche Gläser. Also, das sind so Chemikalien, Leute, und sie hat das vertauscht. Aber warum, ne? Was bringt es? Er sagt, die Schilder waren noch irgendwie ganz woanders. Ich muss das mixen mit dem und, oh, da passiert jetzt was. Oha, richtig fette Explosion. Jetzt ist das Labor komplett unter Feuer und die gucken sich jetzt hier aufentspannt ein bisschen Sport an. Wie geil ist das denn, Mann? Total gut. Die Polizisten essen da, snacken ihr entspanntes Brot und so. Und ja, ich war ja damals auch mal Polizist. Genau so sah es bei uns in der Pause. Wenn wir Pause hatten, sah es dann auch mal so aus. Und sie isst da unten jetzt irgendwie auch so ihre Wurst. Warum ist die jetzt da? Die soll doch den Code eingeben, um Hagiwagi zu befreien, ne? Jetzt kommt der andere Cop erstmal wieder raus. Wir sind wieder zurück bei diesem Cop. Wir haben jetzt diesen Cop hier, diese Familie, die auf Kuba ist, und das Labor. Das sind unsere drei Spielorte jetzt hier in diesem Film. Und die fahren jetzt irgendwo hin. Und er sieht da irgendwas. Diese beiden mit dem Koffer und so weiter, ne? Die jetzt nach Kuba wollen. Was ist da los? Er geht da hin. Hey, wo wollt ihr hin? Die wollen nach Kuba, sagen die. Und er fragt halt, warum. Die beiden haben ihm erklärt, dass die jetzt ein Haus dort natürlich machen, etc. Also das halt ausbauen, da wohnen und so. Und er hat halt gesagt, dass er die besuchen geht, ne? Okay. Läuft jetzt hier so durch die Gegend und guckt. Hier ist wohl der Oberchef von der Polizei. Oha. Wir müssen Hagi, Wagi und Kissy Missy befreien, hat er gesagt. Sie sind gut und nicht böse. Oha. Daraufhin hat der Polizeichef gesagt, nix. hat er eigentlich den Polizeichef gerade zusammengeschlagen? Die richtigen Beweise. Das ist der Raum, ne? Hier sind die richtigen Beweise und so eine Beweiskammer. Und der wurde jetzt einfach entlassen. Er nimmt jetzt hier so ein Geschenk mit und hat wohl anscheinend da ein bisschen was mitgehen lassen und kickt noch den Mülleimer um. Er will die Schlüssel haben. Fährt jetzt mit seiner Dienstmarke noch raus. Okay, die lassen ihn raus. Aber eigentlich hätte er Mist gebaut, ne? Die sind jetzt hier wieder bei der Psychiatrie und er hat so ein Geschenk mit. Hallo. Und er muss einen besuchen. Ah. Er muss jemanden besuchen, den Typen, der da halt eingewiesen worden ist. Das haben wir gesehen, so in dieser Rückblende. Und er will ihm dieses Geschenk zukommen lassen. Aber er ist in der besonderen Bestrafungszelle, ne? Jetzt geht's hier auf, das ist eine Gummizelle, Leute. Oha! Und, jetzt gibt er ihm das Geschenk. Und da ist eine Gasmaske drin und eine Gasgranate. Und der freut sich. Weil jetzt wird alles unter Gas gesetzt und jeder schläft ein. Die können jetzt mit der Gasmaske raus. Selbst die Krankenschwester ist am Pennen. Die brechen jetzt einfach aus, ne? Aber wozu braucht er ihn? Was ist das für ein Typ? Die sind jetzt aus der Psychiatrie ausgebrochen und wurden auf Kamera gefilmt. Schmeißen ihre Masken weg, gehen ins Auto rein. Uff. Ganz wilde Story. Ganz wilde Story. Oh! Er hat einfach den Polizisten weggesmashed. Okay, krass. Okay, die beiden wollen jetzt zu Hagis Familie und wollen die befreien. Okay, die fahren jetzt irgendjemanden besuchen, so wie es aussieht. Und müssen sich vorher eventuell nochmal ausrüsten. Oha, so ein alter Schweißer, ne? So ein Kollege von dem Typen. Takis heißt er. Was geht, Alter, sagt er. Naja, mit fettem Bart und so und coolem Tanktop. Er fragt, was machst du hier? Wir müssen Hagi Wagi befreien. Und deswegen brauchen wir Equipment. Okay, Leute, die haben einen Plan ausgearbeitet. Die wollen wohl irgendwie durch die Vordertür mit so einem gepanzerten Auto einbrechen. Ne? Jetzt sind wir aber zurück wieder im Labor. Und das Geistermädchen ist noch hier irgendwo. Warum saugt er denn die Tür? Nee.
Er hat hier so eine Codecard eingetippt und die ist jetzt direkt mitgekommen, weil er überall staubsaugen muss, ne? Aber was ist das für ein Gerät? Was ist denn das für ein Gerät, Leute? Überall Laser dran. Sie hat ein bisschen Angst, dass er sie sieht und sie springt extra nochmal rüber, okay. Aber was ist das? Oha. Er saugt überall hinterher, ne? Jetzt hat er kurz die Karte durchgechippt und sie ist jetzt da drin. Und was ist das für ein Ding? Jetzt wird's heftig. Ich glaube, damit kann sie irgendwas machen. Sie wünscht sich, dass ihre Mama und Papa frei sind, also Huggy Wuggy quasi. Oh, das ist eine Wünschmaschine, ne? Hä? Oha, jetzt sagt er schon so, wir befreien jetzt deine Eltern. Okay, das ist halt der übelste Militär-Hochrangige, ne? Und auch der Wissenschaftler sagt so, das ist ziemlich komisch. Ha? Und er sagt jetzt, nee, Leute, ihr macht gar nichts. Und der Labortypi, der sagt schon so, das stimmt doch irgendwas nicht, ne? Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Der rennt jetzt ganz schnell zu seinem Büro, zu seinem PC, checkt da erstmal alles durch und will wissen, was das für eine Person ist. Und da sieht er es, ne? Da ist das Mädchen. Oha. Da ist der Security Chief. Alter, jetzt wird's heftig, Leute. Der soll sie aufhalten, ne? Und guck dir den Typen an. Das ist ein richtig mieser Brecher. Jetzt haben die Huggy Wuggy befreit. Perfekt. Und die sind ja auch stark, ne? Wow, der hat jetzt ein Maschinengewehr in der Hand. Nee, Leute, du kommst hier nicht durch. Aber der General sagt, du musst uns durchlassen. Ich bin halt der General. Jetzt kommt da irgendwie so ein ferngesteuertes Auto. Die beiden wollen Hinterhalt probieren. Jetzt kommt das Auto da angefahren. Oha. Direkt Flammenwerfer drauf. Jetzt ist der General wieder auf entspannt unterwegs. Und wo bleibt eigentlich der Cop? Der Cop wollte doch die Vordertür eindreschen mit so einem Panzerauto. Die Helikopter fliegen los, die werden jetzt... Oh, die versuchen jetzt Huggy Wuggy und ihre Tochter und so zu holen, ne? Und da ist das Panzerauto und die sehen halt, dass die schon bereits ausgebrochen sind, ne? Jetzt halten die an und sagen, los, steigt ein, Mann, alle rein da. Und let's go. Jetzt wird mit dem Auto schnell durchgezogen, Raketen fliegen noch, aber die haben es geschafft. Uff, was für ein brutaler Ausbruch. Junge, voll der kranke Film, Alter. Ich sag ehrlich... Mega cool. Die fahren jetzt halt immer noch hinterher. Der Cop, sein Kollege, Huggy Wuggy mit der Familie hinten drin. Und die escapen halt und fahren ins Wasser. Was ist das denn bitte für ein Auto? Yo, das Ding wird jetzt einfach ein U-Boot oder was? Nee, ne? Tatsächlich. Yo. Richtig wild gewesen. Und jetzt holen die ein Nuklear-U-Boot mit Atombomben. Oh Gott. Das wird nicht gut, ne? Die Taucher sind jetzt unterwegs und gucken, was geht hier ab. Die müssen auch irgendwo sein. Die checken alles durch, aber die sind mittlerweile schon weg, ne? Wir haben nichts gefunden, sagt der Taucher. Da kommen sie wieder hoch. Und das war's. Die haben es geschafft. Da ist Sonnencreme. Warum brauchen die Sonnencreme jetzt? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ah! Die beiden haben jetzt das Haus auf Kuba gebaut und der Polizist hat ja gesagt, er kommt sie eines Tages besuchen. Und da kommt er mit Huggy Wuggy. Cool! Und jetzt ist alles entspannt. Sie leben glücklich und zufrieden. Voll nice. Der Film gefällt mir richtig gut, ne? Und die Hexe hat gesagt, er ist der Auserwählte. Ja, meine Freunde, das war's wieder mit einem weiteren Roblox-Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und helft uns, die 10.000 Abonnenten voll zu machen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch was. Dickes Küsschen und Dino out.